Hallo, no, hallo Sonne, wie geht's? Alter, geil, ein Bogen. Durability, die interessiert mich jetzt gerade nicht. Wow, ein Enderman. In Begleitung eines Creepers. Das finde ich jetzt nicht so toll. Das Schwert ist leider futt verschütt gegangen. Oder kaputt gegangen? Ich weiß es nicht. Ne, auf jeden Fall, das Schwert habe ich nicht mehr. Dummerweise. So, zwei Stöckchen und dann hier einmal ein neues Schwert hergestellt. Sind das so komische Linien? Ja, vielleicht passt da irgendwas mit dem Mapping nicht mehr ganz. Na, egal. So macht man das. So, haben wir hier noch welche? Noch will noch wer? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? So, verrottenes Fleisch. Das lassen wir mal da. Und dann klettern wir mal hier hoch. Wow. Wow, zwei Seeds, das ist immer. Drei Seeds, Alter. Jetzt kriegen wir endlich mal wieder Weizenkörner, die wir so dringend benötigen. So. Schlafen wir aber gerade mal kurz. So. Dann. Die XP brauchen wir ja nicht zwangsläufig, aber. Gut. Und der Baum ist wieder nachgewachsen. So. Läuft ja. Da müsste ich mal noch dann austauschen. Die Steinchen noch ein bisschen austauschen. So. Das da nach da, das da rein, das nein, nach da, das da mitnehmen. Und nochmal zwei andere. Dann können wir mal da noch fix die Steinchen austauschen. So. Und jetzt hier ditte. Ditte rausgehackt, ditte reingehackt und dann so umgehackt. Wir sind ja schließlich Hacker oder Hacker oder wie auch immer man das nennen will. Naja, was hatte ich mir eigentlich thementechnisch? Ich hatte mir doch irgendein Thema überlegt. Ach genau, ja, habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen. So, das ist bei mir normal. Also, wenn es irgendwelche Themen gibt, gibt es oft was hier aus der Zeitung. Also aus der Zeitung bei uns. Und da ging es halt darum, dass da in einem einen Restaurant oder sowas, das, ja, Tagungsräume haben die auch dabei, war da halt irgend so eine Versammlung von der AfD, wo auch irgend so eine von der Bundes-AfD da war. Wie war das? Ich glaub, das war diese komische Frauke Petri. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren da halt nicht nur irgendwelche die AfD-Anhänger auf der Party, also auf diesem Treffen oder was auch immer das war, sondern da haben sie halt auch noch ein paar, wie heißt's, noch ein paar andere Leute rumgetrieben. Also so ein, ja, sagen wir mal so ein heiteres Grüppchen, würde ich mal sagen. Die jetzt nicht unbedingt dahin gegangen sind, weil sie die AfD total toll finden, sondern weil sie mal ein bisschen Spaß machen wollten mit der AfD. Und diese
Und welcher aus dieser. Also. Zum einen war da auch halt noch ein. Nee, Moment. Nochmal. Also, ich glaube, ich sollte nochmal anfangen. Das ist etwas wirr, was ich da erzähle. So. Also, da war halt diese komische Bundes-AfD-Dame da. Ich glaube, es war die Petri. So. Und die, die hat halt eine Rede gehalten und so. Und da waren natürlich AfD-Anhänger dabei. Darunter auch ein stadtbekannter Neonazi. Und daneben waren auch noch ein paar Jugendliche oder ja, etwas jüngere Erwachsene da, die man jetzt nicht unbedingt zur Anhängerschaft der AfD zählt, die auch nicht unbedingt da waren, weil sie die AfD toll finden, sondern weil sie nämlich ein bisschen Spaß haben wollten. Die haben nämlich dann, einer hat dann nämlich wohl die Frage gestellt, ja, warum denn hier ein stadtbekannter, warum denn da ein stadtbekannter Neonazi teilnehmen darf. Ist dafür halt aus dem Saal geflogen. Und andere haben dann auch nochmal irgendwie Spaß gemacht auf der ganzen, auf dieser Veranstaltung. Ja. Nee, also ich kann die AfD auf jeden Fall nicht ausstehen. Weil, naja. Aber zum Thema AfD, da fällt mir noch was Tolles ein. Das Beste fand ich, das Wahlergebnis für die AfD, also zumindest mal das vorläufige Ergebnis da für die AfD in Bremen. Das fand ich so lustig, weil das ist nämlich in doppelter Hinsicht schlecht. Zum einen für die AfD schlecht, weil 5%, das ist doch Lusche. Und zum anderen ist es natürlich schlecht, dass die AfD überhaupt so viele Punkte erzielt hat. Also so viele, so viele Stimmen erzielt hat. Aber 5%, das sage ich nur. Hallo an die neue FDP. Die FDP hat nämlich auch nur 6% oder sowas bekommen. Naja. Naja, also die AfD, die kann ich ganz ehrlich nicht ausstehen. Naja, also. Naja, also die AfD, also ich. Also ich bin sowieso nicht so der Politikbegeisterte, aber die AfD gehört sowieso, die gehört zu der Sorte, die ich mal überhaupt nicht ausstehen kann. Einfach weil, naja, ich die etwas merkwürdig finde. Ach, wen ich aber auch noch merkwürdig finde, weiß nicht, ob ihr den kennt, also ob er von dem schon mal gehört hat. Da war auch mal auf der Pegida-Demo da in Dresden dabei. Dieser Gerd Wilders, dieser komische Rechtspopulist aus den Niederlanden. Ich denke mir immer, also schon wenn du dem seine Frisur nicht siehst, dann denkst du dir, was ist das für ein Typ? Weil der hat nicht so eine total beschissen aussehende Frisur. Also so, ich würde mir jetzt mal sagen, Mozart-Stil. Also so Perücken wie, so früher wie halt die Perücken, so weiße Haare halt. Ist ja nicht mal das Problem, aber da halt. Helle Haare und dann so eine total komische Frisur. Da dachte ich mir, naja, also das ist jetzt nicht so mein Favorit. Da wundere ich mich sowieso, warum da so viele gekommen sind. Nee, aber der. Ja. So, oder was machen wir? Ja, wobei, hier könnten wir eigentlich noch ein paar Blöcke dranhängen. Das sind 4. Dann hängen wir da noch 1, 2, 3. 1, 2. Mist. Da habe ich sogar eine Idee. Ich habe sogar eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. I have an idea. Good idea. Okay.
Ich glaube, das passiert mir irgendwie in jeder Aufnahme, dass ich da einmal Laptop laden muss. Schon wieder nachgewachsen, der war im Alter. So, da soll ich die Treppen verwenden? Ja, doch, doch, doch. Da machen wir Treppchen hin. So, holen wir uns einfach noch ein bisschen von dem Zeug hier. 6, 7, 8. Ballern wir da gerade mal noch ein paar, fünf. Schade. Schade für uns natürlich. Nicht. Dam. Ich pack mal halt noch eine. Ja, so machen wir es so. Bei verdammt. Verdammt. Scheiße. Mist, jetzt habe ich da ein paar Treppchen verloren, das ist doof. Ba-ba-bam. So, jetzt nimmt aber die Himmelsburg auch mal langsam Gestalt an.